Ich forsche an Differentialgleichungen. In einer Differentialgleichung wird ein Zusammenhang zwischen räumlicher und zeitlicher Veränderungen von Funktionen beschrieben, wie zum Beispiel in der Newtonschen Bewegungsgleichung das Verhältnis zwischen Beschleunigung und Kraft. Was mich fasziniert, sind stark nichtlineare Phänomene, wobei aus scheinbar ganz einfachen Gleichungen wie die Newtonsche Bewegungsgleichung sehr komplexe, chaotische Strukturen wie zum Beispiel Turbulenz entstehen können. Die Theorie von partiellen Differentialgleichungen vereint in wunderbarer Weise die mathematische Abstraktion und Strenge mit geometrischer und physikalischer Intuition. Die drängendsten Fragen in meinem Forschungsgebiet betreffen den Umgang mit stark dominierenden, in der Fachsprache superkritischen, nichtlinearen Effekten, speziell auf kleinen Skalen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Regularitätsproblem für die Navier-Stokes-Gleichung, was einer der sieben Millenniums-Probleme ist.